Und damit hallo und willkommen zurück hier bei CNN zu einem neuen SCB News Alert. Ja, wer hat's von euch erraten? Genau, die Invictus Launch Week steht an. Wir haben Mai und damit ist Ende des Monats wieder das erste große Event von Star Citizen, die Invictus Launch Week. Und heute haben wir entsprechend den Save the Date dazu bekommen. Es geht nämlich am 20. Mai los und das Event wird dann bis zum 31. Mai dauern und entgegen der Intergalactic Aerospace Expo, die ja zweimal hintereinander in Microtech stattgefunden hat, werden wir hier jetzt das erste große Event, die erste große Ausstellung in Orison erleben dürfen. Wir wechseln also hier einmal den Ort und wer sich daran erinnern kann, es wird auch wieder eine große Militärflotte geben, die durch das Stanton-System springt und uns hier entsprechend die Möglichkeiten der Besichtigung und des Bestaunens der großen Militärschiffe gibt. Wer aber mal sich daran erinnert, wie es die letzten Male ablief, dann die werden festgestellt haben, dass es rund um Port Olisar keine Möglichkeit gibt, dass die Schiffe oder dass die Flotte andocken kann. Also werden wir mal sehr gespannt dazu sein, wie sich das verhält, ob sich die Flotte dann rund um Port Olisar einfach nur bewegen wird, ohne ein entsprechendes Docking, oder ob wir tatsächlich darauf hoffen dürfen, dass die Flotte in die Atmosphäre von Crusader eintritt und an einer der Plattformen auf Crusader andockt. Das wäre nochmal richtig grandios. Aber dazu haben wir soweit keine Informationen. Das heißt, wir lassen uns einfach mal überraschen. Wozu wir allerdings Informationen haben, ist die Messeausstellung, die es ja immer entsprechend in Kombination dazu gibt, in der wir dann auch wieder die Möglichkeit haben werden, Schiffe zu mieten und sie dann kostenlos in Star Citizen entsprechend testen zu können. Wie vorhin schon angekündigt, am 20. Mai geht das Ganze los und dort werden wir dann erstmal Anvil Aerospace erleben dürfen. Die zwei Folgetage dann Aegis Dynamics, dann entsprechend RSI Origin, Consolidated Outland und Argo Astronautics zusammen. Dann Crusader als Heimspiel, Turbulent und Musashi Industries and Starflight Concern gemeinsam. Dann haben wir ja die Sonderstellung, die sich Drake an der Stelle immer organisiert, da ja auf der Messe nur Hersteller entsprechend geladen sind, die auch Lieferverträge mit dem Militär haben, das heißt, deren Schiffe entsprechend auch beim Militär verwendet werden, fällt Drake Interplanetary an der Stelle raus. Die haben keine Lieferverträge mit dem Militär und haben deswegen, wie auch die letzten Jahre bereits, ihre eigene Messe, die sogenannte DefenseCon, die dann am 28. und 29. stattfinden wird. Dann haben wir am 30. und 31. noch das Invictus Finale. Das sind auch tatsächlich erstmal alle Informationen, die wir soweit spruchreif haben. Wir gehen ja davon aus, dass es die Scorpius entsprechend in den Sale schaffen wird, wie wir sie ja jetzt gerade auch schon im Trailer für das Event gesehen haben. Wir gehen ja ansonsten auch davon aus, dass wir wie in den vergangenen Jahren nochmal irgendeinen Concept-Sale sehen werden oder bekommen werden. Das steht natürlich nicht fest, aber das ist eine Vermutung, die aktuell in der Community vorhanden ist. Und was wir auch vermuten, so liest es sich zumindest aktuell, auch wenn sie noch keine Ankündigung dazu rausgegeben haben, dass wir wieder ein Free-Flight-Event erhalten werden, in dem also auch Spieler, die bisher das Spiel noch nicht haben, eben hier einen Blick reinwerfen können, die Schiffe, die alle auf der Messe ausgestellt werden, entsprechend testen können und gucken können, ob Star Citizen denn was für sie ist. So viel auch zu diesem News Alert. Wie gesagt, diesmal wieder eine kurze Fassung, nur damit ihr eben die neuesten Informationen habt und euch das Datum 20. bis 31. Mai in den Kalender schreiben könnt und sie nicht verpasst. Guckt auf jeden Fall vorbei. Wir werden das Ganze auch wieder mit Videos zu den neuen Schiffen und auf Twitch entsprechend mit Livestreams begleiten. Das heißt, wenn ihr da up-to-date bleiben wollt, folgt gerne hier dem Kanal oder kommt bald zu uns auf den Discord. Da werdet ihr auf jeden Fall über alles und auch über unsere Streampläne auf dem Laufenden gehalten. In dem Sinne, euch noch viel Spaß in der 3.17, die ja mittlerweile live ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye!